Illusion, das ist deine Bühne. Alles Gute. Da schaut er die Asylanten an. Dieser Satz kommt mir im Alltag oft unter. Doch warum? Ist Verachtung oder Neid gegenüber diesen Menschen größer als der Respekt? Oder haben die Migranten keinen Respekt gegenüber uns? Sehr geehrte Jury, Damen und Herren, wir befinden uns gerade in einer schwierigen Zeit. Krieg, Angst, Flucht und Terror begleiten uns ständig. Keiner weiß, wie es in der Zukunft sein wird. Und genau das macht einem Angst. Angst, die sich nicht ausschalten lässt. Angst, die einen den ganzen Tag beschäftigen kann. Angst beim Schlafengehen und Aufstehen. Ich habe Angst. Immer mehr Flüchtlinge kommen. Natürlich muss ihnen geholfen werden. Familien in Not gehört meiner Meinung nach besonders geholfen. Kinder sollten eine schöne Zukunft haben. Kinder sollten zur Schule gehen, lachen, Spaß am Leben haben. Kinderaugen sollten die Welt kunterbunt sehen und nicht schwarz. Doch was ist mit all den männlichen Migranten? Die sind in der Überzahl. Aber warum? Ließen sie Frauen und Familie zurück? Konnten sie nur alleine flüchten? Welches Schicksal hatten diese Menschen, bevor sie zu uns kamen? Man weiß es nicht. Ihre Daten werden oft gefälscht, um in unser Land zu kommen. Keiner weiß, ob das ein Kriegsflüchtling, Wirtschaftsflüchtling oder ein Selbstmordattentäter ist. Genau das macht mir Angst. Unter Migration versteht man den Wechsel des Wohnsitzes in ein anderes Land. Ohne Migration hätte niemand andere Länder entdeckt oder Kulturen. Die Zeit und die Menschheit wären einfach stehen geblieben. Doch genau Zeit verändert alles. Früher gab es genauso Kriege, Hass, Rassismus und Vorurteile. Heutzutage gibt es diese Dinge auch nur eben in schlimmeren Ausmaßen. Meine Oma hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt und damals kamen auch Flüchtlinge zu ihr auf den Hof. Es war egal, welche Hautfarbe, Kultur oder Glaube herrschte. Man verstand sich, auch wenn man die jeweilige Sprache nicht mal kannte. Sie arbeiteten trotzdem zusammen. Dieses Miteinander könnte derzeit besser sein. Viele von uns wollen mit den Flüchtlingen nichts zu tun haben. Doch ich bin der Meinung, man muss zuerst mit ihnen reden, bevor man sich ein Bild von ihnen macht. Jeder hat seine Geschichte und Hintergründe, warum er oder sie so ist. Doch erst wenn man diese Geschichte kennt, sollte man beurteilen. Auch ich ertappe mich manchmal bei den Vorurteilen. Ich sehe, wie viele andere auch, die Integration der männlichen Migranten fraglich. Warum steigt die Anzahl der sexuellen Übergriffe? Liegt das vielleicht daran, dass Frauen in anderen Kulturen keine große Bedeutung haben? Oder respektieren diese Männer uns nicht? Viele Frauen fühlen sich nachts nicht mehr sicher. Und ich merke es auch in meinem Umfeld, dass junge Mädchen sich unsicher fühlen, wenn sie eine Gruppe von jungen oder alten männlichen Migranten begegnen. Ein anderes Beispiel oder Vorurteil von meiner Sicht her: Die Migranten bekommen Essen, ein Dach über den Kopf, dürfen nichts arbeiten und bekommen dennoch nicht gerade wenig Geld. Aber irgendwo fehlt hier die Gerechtigkeit, denn ein Alleinerzieher bzw. Alleinverdiener muss für sich, eventuell die Kinder, Wohnung, Lebensunterhalt etc. alleine aufkommen. Hierbei reichen ein Monatslohn oder die staatlichen Unterstützungsgelder oft kaum aus. Ist das gerecht? Ich finde nicht. Viele Flüchtlinge versuchen sich zu integrieren. Firmen oder soziale Einrichtungen ermöglichen dies.
Flüchtlingskinder und Jugendliche werden in Schulen aufgenommen. Die Integration und Förderung wird großgeschrieben. In meiner alten Schule war ich letztes Jahr Schulsprecherin. Flüchtlingskinder wurden von uns liebevoll aufgenommen, stark gefördert. Sie bemühen sich, Deutsch zu lernen und sind dankbar für unsere Hilfsbereitschaft. Wir akzeptieren und respektieren einander. Klar war das am Anfang fremd, wenn dir jemand mit komplett anderen Aussehen unterkommt. Doch das gegenseitige Interesse war eindeutig größer. Auf Englisch konnte ich mich mit ihnen unterhalten. Spaß war an erster Stelle. So konnten die Neuen auch wieder etwas lachen. Die Integration der Kinder und Jugendlichen ist leichter als die der Erwachsenen. Auch wenn Kinder oft nicht verstehen, warum andere flüchten müssen oder gerade deshalb. Erwachsene sind vorsichtiger. Erwachsene hinterfragen vieles. Jugendliche nehmen sich an den Erwachsenen ein Beispiel. So entstehen zwei Gruppen: die, die für Flüchtlinge sind, und die, die dagegen sind. Wir alle wollen, dass es uns gut geht. Die Migranten erhoffen sich das Gleiche in Österreich und Deutschland. Funktioniert die Integration oder ist es doch nur eine Illusion, die wir uns einreden? Wenn uns etwas nicht gefällt, reden wir es uns schön. Ist das hier auch der Fall? Schönreden kann man ja vieles, aber die Terroranschläge auf Brüssel und Paris eindeutig nicht. Warum müssen unschuldige Menschen sterben? Es wird noch lange nicht vorbei sein. Der Krieg wird womöglich zu uns kommen. Aber wohin sollten wir dann flüchten? Oder müssen wir auch bald im Krieg ums Überleben kämpfen? Wie werden die folgenden Generationen aufwachsen? Ich will mir davon gar kein Bild machen. Da bleibe ich lieber in der Illusion, dass Friede möglich ist. In Frieden leben, ohne Hass, Rassismus und Vorurteile. Warum können sich Menschen nicht gegenseitig respektieren? Ich meine, das lernt man doch schon in der Volksschule. Warum verlernt man das dann im Laufe des Älterwerdens? Ich weiß zwar nicht, ob es besser werden kann, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Es muss etwas unternommen werden, denn ich will nicht, dass Angst in unserem Leben ein ständiger Begleiter wird. Jeder sollte etwas beitragen. Jeder kann etwas beitragen. Auch du und ich. Deshalb rufe ich euch auf: Setzt euch für Gerechtigkeit und Frieden ein. Wenn Fehler gemacht werden, dann werden halt Fehler gemacht. Jeder macht mal Fehler. Doch aus diesen Fehlern kann man lernen. Der Wille zählt, und wer aufgibt, der hat schon längst verloren.